Als nächstes darf ich Frau Abgeordnete Gersberg das Wort erteilen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Noch immer verdienen Frauen wesentlich weniger als Männer. Noch immer übernehmen Frauen wesentlich mehr Care-Arbeit als Männer. Noch immer ist die Altersarmut bei Frauen besonders groß, und noch immer fehlen Frauen in Spitzenpositionen, auch in vielen kommunalen Verwaltungen, auch in der Hessischen Landesregierung. Wenn wir Fortschritte machen, dann höchstens im Promillebereich. Die internen Frauenbeauftragten der Städte, Kommunen und Landkreise sind unter anderem dafür da, die Umsetzung des HGLG zu überwachen. Bei ihnen kommen alle Themen zusammen, die Frauen in den kommunalen Verwaltungen beschäftigen. Sie schauen insbesondere auf das Personal und achten darauf, dass Frauen bei Stellenbesetzungen dieselben Chancen haben. Sich der Frauenanteil in den Führungspositionen erhöht, ist dafür Frauenförder- und Gleichstellungsberichte zum Monitoring gibt. Aber es geht auch um Diskriminierung am Arbeitsplatz und immer wieder auch um Mobbing. Ich möchte mich an dieser Stelle auch sehr herzlich bei den Mitarbeiterinnen in den Frauenbüros für ihre Arbeit bedanken, auch weil ihre Arbeit häufig sehr schwer ist. Warum das so ist, darauf werde ich gleich noch kommen. Wovon ich besonders beeindruckt bin, viele dieser Frauenbüros sind ganz hervorragend untereinander vernetzt. Sie beraten sich in der Landesarbeitsgemeinschaft der Frauenbüros untereinander, und die Kommunikation läuft ausgezeichnet. Wer wieder nicht kommuniziert, ist wieder das Sozialministerium. Nämlich ausgerechnet die LAG der Frauenbüros wurden zur Evaluierung des Gesetzes nicht direkt gehört. In ihr arbeiten aber 20 Frauenbüros von Nord bis Süd zusammen und tauschen sich aus. Sie wissen, woran es hapert beim Hessischen Gleichberechtigungsgesetz. Und da frage ich mich wirklich auch, dieses Know-how interessiert Sie überhaupt nicht, Herr Klose? Also, es ist für mich vollkommen unverständlich. Aber gut ist natürlich, dass die Frauenbüros das nicht einfach auf sich sitzen lassen und das nicht einfach hinnehmen, sondern was Sie gemacht haben, Sie haben 8 Monate lang zusammengearbeitet mit 40 Mitarbeiterinnen, haben sich immer wieder ausgetauscht, untereinander besprochen, was wäre das Wichtigste, und haben schon für die Evaluation eine 33-seitige Stellungnahme beim Ministerium abgegeben. Und was war die Reaktion des Ministeriums? Verwunderung, warum Sie jetzt ein Papier bekommen von den Frauenbüros. Also da wundere ich mich wirklich, warum da Verwunderung besteht und diese Frauen nicht ernst genommen werden. Auch bei der Regierungsanhörung wurde nur mittelbar über die kommunalen Spitzenverbände wurden die Frauenbüros gehört. Und da ist es tatsächlich so, dass manchmal nicht ganz sicher ist, was die Verwaltung an den Stellungnahmen auch immer weitergeben, um das jetzt einmal vorsichtig zu sagen. Die Kommunikation mit dem Ministerium ist auch während des Jahres mangelhaft. Das ist ein großes Problem. Dort gibt es eine Ansprechpartnerin für die Frauenbüros, muss es auch geben. Aber das Problem ist, sie melden sich dorthin, mailen, rufen an, das Problem ist aufgenommen, aber es gibt nie eine Rückmeldung. Also es gibt nie irgendwie eine Lösung oder ein Versuch der Lösung des Problems oder eine Rückmeldung. Es ist einfach, es ist angekommen und mehr passiert nicht. Und das ist schon ein großes Problem, und so ist es eigentlich auch nicht gedacht. Und da frage ich mich schon bei all diesen Dingen, in der fehlenden Kommunikation, wie wichtig Ihnen tatsächlich die Arbeit der Frauenbeauftragten ist und das HGLG. Also, weil für mich ist das eine Missachtung der Arbeit der Frauenbüros in Hessen. Genau, es wurde schon darauf hingewiesen, die Änderungen, die Sie jetzt vorgelegt haben, sind vollkommen unzureichend. Also, da haben wir einmal viele Sachen, die in Artikeln oder Urteilen schon längst festgelegt wurden, z. B., dass man Ausschreibungen in einer geschlechterneutralen Sprache macht. Genau, oder das mit dem Recht auf Teilzeit und so weiter. Das ist alles schon längst, das wird auch schon längst gemacht in den Kommunen, wurde uns versichert. Das ist nichts Neues. Und das mit den Kinderbetreuungskosten, na gut. Das ist jetzt wie so Zuckerstreusel auf einem Eis, was es nicht gibt. Also wenn ich, ich bin Mutter, wenn ich mir überlege, jetzt 20 Tage würde ich jetzt die Kinderbetreuungskosten würden übernommen, wie es drin steht. Also es gibt irgendwie, sagen wir mal, Corona, und dann habe ich für 20, aber wie soll denn das praktisch funktionieren? Ich kann auch nicht sagen, ich brauche jetzt eine Babysitterin für maximal 20 Jahre, Tage im Jahr, und ich weiß aber auch noch nicht, wann ich sie brauche, also wenn eine Pandemie ausbricht. Also wer kriegt dann so eine Babysitterin? Niemand. Das ist ziemlich unrealistisch. Irgendwie nett gedacht, aber nicht wirklich durchdacht tatsächlich.
Das Problem beim Hessischen Gleichberechtigungsgesetz ist Folgendes. Also, es gibt viele Landkreise und Städte, die geben sich wirklich Mühe, die wollen das voranbringen. Und das merkt man auch. Da ist es dann so, die Frauenbüros sind gut mit Personal ausgestattet. Sie haben finanzielle Mittel. Sie werden freigestellt, wie das auch vorgesehen ist. Sie können an Fortbildung teilnehmen. Und natürlich wird jährlich ein Frauenförder- und Gleichstellungsbericht geschrieben und vorgestellt und erläutert. Aber dann sind es eben doch noch ein paar schwarze Schafe unterwegs. Das ist leider so, das muss man sagen. Und die sind auch gar nicht so wenige. Und da ist es tatsächlich so, die Frauenbeauftragten müssen freigestellt werden. Sie werden aber einfach nicht freigestellt. Und das wird auch nicht überprüft, ob das der Fall ist oder nicht. Die werden auch nicht mal gefragt oder so. Es gibt keine finanzielle Ausstattung, was dazu führt, dass sie natürlich, selbst wenn es Möglichkeiten der Fortbildung gibt, sie können da gar nicht hingehen, weil sie keine Freistellung haben. Sie können daran nicht teilnehmen. Und sie können sie auch nicht bezahlen. Und was ich völlig hanebüchen finde, Sie können auch nicht mal Fachliteratur bezahlen, Sie können auch nicht mal einen Kommentar bezahlen. Und das ist auch dringend nötig, denn der Gesetzestext ist viel zu unkonkret. Man braucht eine Kommentierung, damit man irgendwie der Verwaltung mal was vorlegen kann. So ist das gemeint, und das könnten wir jetzt gegen Mobbing und Diskriminierung machen. Und dann sagen natürlich Verwaltungen, die da nichts machen wollen, ja, steht aber nicht direkt im Gesetzestext, also machen wir jetzt nichts. Und von daher, der Gesetzestext muss konkreter werden. Und ein großes Problem, einige Gemeinden und Kreise stellen auch keinen Frauenförder- und Gleichstellungsplan auf, obwohl sie es müssen. Und dann, was die Frauenbeauftragten da machen können, sie schreiben Stellungnahmen, ermahnen immer wieder, aber jahrelang wird nichts aufgestellt, wird nichts aufgestellt. Und das, was ihnen dann bleibt, ist der Klageweg. Und das wurde auch schon gesagt, wenn sie klagen, dann ist natürlich ihr Job bedroht, dann werden sie nicht wiederbestellt. Und das war's. Und ich meine, das ist ein ganz schlechter Mechanismus, der natürlich nicht funktionieren kann. Was wir brauchen, ist neben einem konkreteren Gesetzestext Personalmindeststandards, je nach Bevölkerung und Fläche auch, eine Mindestausstattung an finanziellen Mitteln, die Möglichkeit auf Fortbildung durch eine kontrollierte Freistellung und auch Sanktionsmöglichkeiten, die wirklich greifen können. Und ich finde, wir müssen auch beim Bestellungsverfahren gucken, Bestellungsverfahren von Frauenbeauftragten schauen, ob man da nicht einen anderen Mechanismus bekommt, z.B. durch die Wahl der Frauenbeauftragten durch das weibliche Personal einer Verwaltung etwa. Und es muss eigentlich auch einen Schutz geben vor Kündigungen, wenn die einfach ihre Rechte wahrnehmen, die sie haben. Ich komme zum Schluss. Viele Verwaltungen in Hessen sind motiviert, mehr Gleichstellung zu schaffen, und andere sind vollkommen unmotiviert. Und was einfach wichtig ist, und das hat Herr Klose eigentlich auch schon festgestellt, wir müssen sehen, dass Gleichstellung in die Fläche kommt, also dass überall derselbe Werf dahinter ist, diese Gleichstellung wirklich durchzubekommen. Und ich hoffe, dass Sie jetzt die Frauenbüros, wir werden sehr viele Frauenbüros einladen zur Anhörung, dass Sie sie dann endlich wirklich wahrnehmen und hören und Ihr Gesetz noch einmal überdenken. Und vorsorglich werden wir aber auch einen eigenen Gesetzentwurf einbringen. Vielen Dank. Vielen Dank. Als nächstes darf ich Frau Abgeordneten Knell von den Freien Demokraten das Wort geben. Sehr geehrte Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ja, ich habe den Zwischenbruch gerade gehört, die Quote bei der FDP. Wir setzen auf Qualität statt Quantität. Damit fahren wir eigentlich ganz gut. Nichtsdestotrotz könnten wir natürlich noch mehr Frauen haben und haben auch am Parteitag jetzt am Samstag 5 Frauen unter den ersten 12. Darüber bin ich ganz froh. Aber immer diese komischen Quotenbeiträge hier, das finde ich ehrlich gesagt nicht richtig, weil die Gleichberechtigung von Frauen und Männern ist uns als Freien Demokraten nämlich ein Herzensanliegen. Denn feministische Anliegen sind im Grunde genommen liberale Anliegen. Wir möchten, dass Frauen und Männer gleich behandelt werden. Und jede Art der Diskriminierung ist für uns inakzeptabel und eine Einschränkung der Freiheit der Einzelnen. Wir treten für politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Emanzipation der Frauen ein. Und hier sind Gesetzestexte natürlich wichtig, um existierende Ungerechtigkeiten aus dem Weg zu räumen. Aber sie sind zugleich nicht in der Lage, gesellschaftliche Veränderungen zu bewirken. Und
Das werden wir als Freie Demokraten auch nicht müde zu betonen, sei es hier oder auch bei der Frage nach einem Antidiskriminierungsgesetz. Vielmehr sind Gesetze eben ein Spiegel der Gesellschaft, denn sie sind nun mal von Menschen auch gemacht. Und das bedeutet aber vor allem auch, dass die Landesregierung ihre Bemühungen um Gleichberechtigung nicht auf einen solchen Gesetzestext beschränken darf und kann. Ich halte zum Beispiel geeignete Sensibilisierungsmaßnahmen, beispielsweise bezüglich unbewusster Vorurteile, für zentral. Denn es bringt uns ja am Ende nichts, wenn wir Zielvorgaben für mehr Frauen in Führungspositionen verabschieden und dann eben doch an veralteten Rollenbildern, die eben vor allem Frauen einschränken, festhalten. Und, werte Landesregierung, erlauben Sie mir hier einen Appell, auch, der sowohl die Frauen und Männer im öffentlichen Dienst in Hessen, aber auch alle darüber hinaus in Hessen lebenden Eltern betrifft. Die Gleichberechtigung von Frauen hierzulande ist ganz entscheidend davon abhängig, ob wir deren wirtschaftliche Emanzipation ermöglichen. Und die Voraussetzung für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie bedarf vor allem einen flächendeckenden Ausbau von Kinderbetreuung. Und da ist Hessen total schlecht. Und das schadet nicht nur den Frauen selbst, sondern vor allem Hessen als Land. Wir haben einen Fachkräftemangel, und wir können uns nicht leisten, auf gut qualifizierte Frauen zu verzichten. Aber zurück zum Gesetzentwurf. Grundlegend begrüßen wir einen Großteil der Änderungen. Dass wir Stellenausschreibungen inklusiver formulieren, ist mit Sicherheit ein richtiger Schritt. Und auch die Möglichkeit, das Homeoffice gesetzlich zu verankern, ist sinnvoll, um Beschäftigten mit Familie- und Sorgepflichten auch mehr Flexibilität und eben mehr Zeit für die Angehörigen und weniger Zeit im Auto dann zu gewähren. Die Erstattung von Betreuungskosten in besonderen Einsatzlagen, hier sind ja vor allen Dingen Polizistinnen und Polizisten zu nennen, begrüßen wir ebenfalls, um wirklich in allen Bereichen dann auch eine bestmögliche Gleichberechtigung zu erzielen. Es gibt aber zwei Stellschrauben, die mir zentral erscheinen und gleichzeitig auch unzureichend berücksichtigt werden. Zum einen die Frage, wie können wir sicherstellen, dass Frauenbeauftragte eben nicht nur die sachliche personelle Ausstattung erhalten, die sie benötigen, sondern auch ihre Arbeit gewertschätzt und gewürdigt wird und auch bekannt wird. Weil viel zu oft werden Frauenbeauftragte und deren wichtige Arbeit abgewertet. Das finde ich inakzeptabel, und daran muss sich auch dringend etwas ändern. Und die zweite Frage ist, ob es nicht auch eine Ombuds- oder Clearingstelle braucht. Weil der Austausch mit Verbänden hat gezeigt, dass hier ein Bedarf existiert, um beispielsweise Unklarheiten bei der Anwendung des Gesetzes zu beseitigen oder wenn die Beteiligungsrechte von Frauenbeauftragten verletzt werden. In diesem Sinne freue ich mich auf jeden Fall auf die Anhörung im Ausschuss und vor allem darauf, die Fachmeinungen der Expertinnen und Experten zu hören. Vielen Dank. Vielen Dank. Als nächstes darf ich der Abgeordneten Brünnel von Bündnis 90 Die Grünen das Wort erteilen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Vielleicht erst ein Wort zu Herrn Enners von der AfD. Es ist schon erstaunlich, dass Sie jetzt die Rolle des frauenpolitischen Sprechers übernommen haben. Ich vermute, es liegt an der Ermangelung einer frauenpolitischen Sprecherin, die Ihnen abhanden gekommen ist. Seit 1949, wir haben es schon gehört, ist der Artikel 3 Absatz 2 Männer und Frauen sind gleichberechtigt in unserem Grundgesetz verankert. Und 1994 wurde es noch um einen ganz bedeutenden Passus erweitert. Wir haben es eben schon gehört von der Frau Böhm. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. Das ist ein Verfassungsauftrag. Es ist schon interessant, dass der hier ausgelegt wird als eine strukturelle Benachteiligung von Männern. Fakt ist aber auch, das gehört zur Wahrheit dazu, dass Frauen, obwohl rechtlich gleichgestellt, in der Realität immer noch benachteiligt sind und werden. Und ja, das ist und bleibt unsere Aufgabe, das auch weiterhin zu ändern. Seit über 104 Jahren haben wir das Frauenwahlrecht und leider immer noch keine Parität in unseren Parlamenten. Und liebe Frau Knell, wir arbeiten daran, dass es mehr Parität in den Parlamenten gibt. Und wir Grünen setzen mit unserer Quote auf Qualität und Quantität. Und ich glaube, damit fahren wir sehr gut. Wir haben viel erreicht.
Wir haben mit dem Mutterschutzgesetz in 1952 einiges erreicht. Wir haben mit dem Gleichberechtigungsgesetz in 1958 vieles erreicht. Wir haben durch die Reform des Ehe- und Familienrechts in 1977 vieles erreicht, aber auch durch das Hessische Gleichberechtigungsgesetz in 1994 und das nochmal in 2016 grundlegend novelliert wurde. Und trotzdem, und das muss man auch hier ganz klar sagen, sind wir weit davon entfernt, uns entspannt zurücklegen zu können. Laut dem Global Gender Gap Report brauchen wir 132 Jahre, und das zwar weltweit, bis die Gleichstellung erreicht wird. Und ich glaube, liebe Kolleginnen und Kollegen, da sind wir uns einig, dass das entschieden zu lange ist. Und das bedeutet natürlich auch, dass wir unsere Gesetze novellieren und nachbessern müssen. Und genau deshalb beginnt heute die Debatte zum HGG. Aber die Frage wird sein, welche Änderungen müssen vorgenommen werden, damit das HGL bessere und schnellere Wirkung erzielt. Bedarf es mehr Sanktionen oder doch gezielten Förderungen von Maßnahmen, die dem Abbau der Chancenungleichheit dienen? Braucht es die Konkretisierung eines Leitprinzips oder gendergerechte Bewusstseinsbildung? Oder müssen strukturelle Barrieren Schritt für Schritt abgebaut werden, damit es zum gesamtgesellschaftlichen Veränderungsprozess beiträgt? Die Widerstände, wenn es um die Umsetzung der Geschlechtergerechtigkeit geht, können sehr vielfältig sein. Das wissen wir aus dem Bericht, dem sechsten Bericht zur Umsetzung des HGLG. Tradierte Rollenbilder und geschlechtsspezifische Aufgabenteilung müssen aufgebrochen und überwunden werden, um Gleichstellung zwischen den Geschlechtern sicherzustellen. Und das sicherlich nicht nur im privaten Kontext, meine Damen und Herren. Wenn wir wirklich etwas erreichen wollen in puncto Geschlechtergerechtigkeit, dann müssen wir einerseits die entsprechenden Gesetze auf den Weg bringen und das auf allen Ebenen und andererseits auch für grundlegende gesellschaftliche Veränderungen werben. Sonst werden wir immer hinter unseren Erwartungen zurückbleiben. Die entscheidende Frage bei der Debatte ums HGLG wird also nicht sein, ob wir bereits dort angekommen sind, wo wir hinkommen wollen, sondern es wird sein, die entscheidende Frage, haben wir die richtigen Stellschrauben erkannt, um strukturelle Benachteiligungen von Frauen zu beheben. Und ich glaube, allein dadurch, dass wir es mit aufgenommen haben, schon in dem ersten Paragraphen, dass wir strukturelle Benachteiligungen von Frauen behoben werden sollen, ich glaube, da haben wir schon einmal einen Fokus auf die richtige Richtung gesetzt und wo wir hingehen wollen und nachbessern wollen. Und ich bedanke mich auch, dass heute Vertreterinnen da sind von den Landesarbeitsgemeinschaften, mit denen wir ja auch seit einigen Wochen im Austausch sind. Und wir hatten ja auch schon in der Debatte zu Ihnen gesagt, wir sind heute in der ersten Lesung. Wir werden ja auch noch Anhörungen schriftlicher und mündlicher Art sicherlich haben und das noch in weiteren Lesungen beraten. Und das Gesetz ist auf den Weg gebracht in die parlamentarische Beratung. Ich sage aber auch an dieser Stelle hier, ob ein anderer Gesetzentwurf, der 81 Paragraphen umfasst, der jetzt am 3.11. jetzt gerade erst öffentlich erschienen ist, die notwendigen richtigen Stellschrauben verifiziert. Das bedarf genauso der genauen Betrachtung, so wie wir natürlich auch auf unseren Gesetzentwurf schauen werden. Und ich sage es jetzt hier auch, wenn sie in den letzten Jahren viel bewegt hat, ist die Chancengleichheit, und das hat Herr Klose auch schon gesagt, von Frauen und Männern im öffentlichen Dienst noch nicht erreicht und noch lange nicht auf allen Ebenen erreicht. Wir müssen die Förderung von Frauen in Führungspositionen stärken und wir müssen die berufliche Entwicklung von Beschäftigten mit Familienaufgaben auch noch einmal ganz klar in den Fokus rücken. Und mit der letzten Novellierung ist ja auch einiges in die Richtung getan worden. Es war die Stärkung der Rechte der Frauenbeauftragte, die Einführung des Organklagerechts, wir haben es eben schon gehört, und die rechtssichere Präzisierung der Freistellung für Frauenbeauftragte. Die sind ins Gesetz mit aufgenommen. Und diese Änderungen haben auch Wirkung erzielt. Aber ja, an mancher Stelle, und da muss ich aber auch sagen, da muss man dann auch in den Kommunen die Verantwortlichen mal zur Verantwortung rufen. An mancher Stelle wurde es nicht eingehalten. Und ich glaube, da bedarf es vielleicht auch einen Schulterschluss, aber auch deutliche Worte, dann in den einzelnen Gebietskörperschaften. Insbesondere durch die gezielten Förderung von Frauen mit Vorgesetzten und Leitungsaufgaben, die Verbesserung der Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen auch für Teilzeitbeschäftigte, darüber können sicherlich auch weitere Fortschritte erzielt werden. Und das, was eben mal so lapidar weggewischt wurde, auch von Frau Gernsbeck, dass jetzt Betreuungsaufgaben durchaus erstattet werden, das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, das muss ich Ihnen sagen. Wenn man tatsächlich das sich erstatten lassen kann, wenn man nicht in der Lage ist, sein Kind zu den Regelzeiten in die Kitas
zu geben, dann ist das ein Schritt in die richtige Richtung. Und wir stärken damit auch tatsächlich die Möglichkeit, dass die Frauen ihre Aufgaben wahrnehmen können. Aber ich sage auch ganz klar, die Denke ist schon falsch, wenn wir nur davon ausgehen, dass Frauen dann ihre Aufgaben wahrnehmen. Weil eigentlich sind es auch die Aufgaben der Männer und der Väter. Wir haben die geschlechterneutrale Ausschreibung der Stellen, auch wenn man das der AfD vielleicht an einer anderen Stelle erklären muss. Die Redezeit ist mir da aber auch zu schade. Und die Wahl des Arbeitsortes, die noch einmal ganz klar hinterlegt worden ist, dass sie maßgeblich dazu beiträgt, wie gut die Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf dann tatsächlich auch funktionieren kann. Ich will jetzt nicht noch einmal alles anreißen, was eben schon einmal aufgeworfen worden ist und was alles in den Änderungen mitgefasst worden ist. Liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie mich abschließend sagen, dass Geschlechtergerechtigkeit das Kernstück unserer Demokratie ist und dass Feminismus und die Debatten über geschlechtergerechte Politik kein Gedöns sind, sondern notwendig, um Frauenrechte und Menschenrechte weltweit zu stärken. Wir wollen und müssen in der Gleichstellungsfrage noch deutlich besser werden. Einigkeit herrscht darüber, dass der öffentliche Dienst in Hessen auch weiterhin eine Vorbildfunktion einnehmen sollte. Über die Maßnahmen und die gesetzlichen Regelungen, wie uns das am besten gelingen kann, darüber werden wir uns sicherlich noch nach den Anhörungen ausführlich beraten. In diesem Sinne freue ich mich auf die Anhörung, auf die weiteren Beratungen im Ausschuss und auch weiterhin auf den konstruktiven Dialog mit Ihnen, die Vertreterinnen der Landesarbeitsgemeinschaften hier in Hessen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Wir sind am Ende der Rednerliste angekommen und überweisen den Gesetzentwurf zur Vorbereitung der zweiten Lesung dann vereinbarungsgemäß in den SIA.